Hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Vor kurzem war ich in München, unter anderem bei Pfeifenhuber. Und ich möchte euch kurz zeigen, was ich dort gekauft habe. Einmal war es der Virginia Honeydew Flake, der aus drei aufeinander abgestimmten Virginia Spitzentabaken besteht und einen Honey Flavor bekommen hat. Ich kenne den Tabak selber noch nicht, habe auch noch keine Proben geraucht davon. Und wie man sieht, ist er auch noch original verschlossen. Kostet aktuell für 100 Gramm 16,45 Euro. Also für einen Flake und 100 Gramm eigentlich durchaus sehr, sehr preisgünstig oder preisgünstig. Dann gab es einmal den Vanilla Cream. Ebenfalls von Pfeifenhuber. Ein Tabak aus nussigen Burley, ein Hauch Black Cavendish und Virginia. Und er verbreitet einen süßig-sahnigen Duft nach zart schmelzender Vanille. Was man sich jetzt genau darunter vorstellen kann oder soll, weiß ich auch nicht. Der Hauch Black Cavendish freut mich persönlich sehr, weil es wahrscheinlich dann kein Hocharomat ist. Beim Verriechen der Probedosen hat man durchaus ein Vanillearoma errochen. Aber das glaube ich eher so zum Rundmachen des gesamten Tabaks ist. Kostet aktuell 100 Gramm 17,20 Euro. Jo. Meine Frau fand den Tabak sehr angenehm beim Verriechen. Vielleicht freut sie sich ja und sagt ja nur, du mit deiner stinkenden Pfeife. Dann gab es noch den Danish Mixture, ebenfalls von Pfeifenhuber. Ist ein Tabak aus breiten Black Cavendish, feinen und groben Virginia und von Hand zerriebenen Virginia Flake. Mit einem sinnlichen Aroma von Vanille, Exotic Flavor und alten Virginia. Was jetzt Exotic Flavor genau ist, lasse ich mich überraschen, weil die Dose noch zu ist. 100 Gramm kosten 17,50 Euro. Ich hoffe, man kann es erkennen. Was ich persönlich sehr schön finde, so ein, ja, sagen wir mal, ein bisschen Detailverliebtheit bei den Dosen ist, dass hier oben der Firmenname und die Adresse in diesem Deckel da mit eingestanzt ist. Und dass es nicht nur ein Standarddeckel ist, wie man sonst von vielen 100 Gramm Tabakdosen kennt. Hergestellt natürlich, wie man hier sehen kann, an diesem Tabakblatt und an der Steuerbanderole sind alle von Kulase und Kopp. Jo, das war es erstmal zu den Tabaken. Dann gab es natürlich auch noch eine Pfeife, die Huber Classic 03 nennt die sich. Dieses gute Stück mit einem Zierring am Mundstück. Die Pfeife lässt sich wunderbar rauchen, habe ich mir geholt, um Flakes zu verrauchen. Hab darin schon den McBurn HH Virginia, Pur Virginia Flake geraucht. Klasse Rauchgerät. Kostet, glaube ich, um die 85 Euro. Daher preislich eigentlich echt okay. Wovon ich sehr positiv überrascht bin, ist bei der Pfeife die Einrauchpaste. Bei der Einrauchpaste, man schmeckt davon gar nichts. Ich bin ja eher so der Derjenige, der doch gern mal die Einrauchpaste auch rausschleift, auch bei deutlich teureren Pfeifen, weil die für mich eigentlich keinen Sinn erfüllt. Oder halt, je nachdem, echt widerlich schmecken. Aber bei der von Pfeifenhuber bin ich echt positiv überrascht. Man schmeckt sie gar nicht. Dann gab es natürlich noch drei Zigarren. Und zwar die Rocky Patel The Edge Candela.
Da ich festgestellt habe, dass an die nicht so leicht zu kommen ist, habe ich mir natürlich gleich mal 3 Stück gesichert. Werde es in speziellen Momenten mal verrauchen. Sonst ist noch zu Pfeifenhuber zu sagen, solltet ihr mal in München sein. Absolute Empfehlung, geht bei Pfeifenhuber rein. Top-Laden, sehr, sehr freundliches und nettes Personal. Auch sehr aufmerksam. Als sie gemerkt haben, dass ich da so ein bisschen planlos im Laden bin, kam sofort jemand auf mich zu. Hat gefragt, wie er weiterhelfen kann, woran ich Interesse habe. Hat mich auf diese Verrichtgläser aufmerksam gemacht. Da habe ich natürlich erstmal fleißig gerochen. Habe mich für den oder die schon gezeigten Tabak entschieden. Den Honeydew Flake hatte ich mir davor schon im Internet angeschaut, vielmehr keine Reviews angeschaut, sondern ich war mal auf der Pfeifenhuber-Seite und habe da schon mal so wenig vorsortiert oder mal durchgelesen, was mich so ansprechen könnte. Und da habe ich mir gedacht, der Virginia Honeydew Flake klingt sehr, sehr gut. Der Danish Mixture war eine Empfehlung von einem Bekannten, der meinte, probier den doch mal. Und beim Vanilla Cream, den fand ich persönlich sehr, sehr angenehm. Aber meine Frau fand den auch sehr angenehm und ja, dann ist der halt bei mir in der Tasche gelandet. Und natürlich vorher bezahlt. Das war mein Ausflug zu Pfeifenhuber. Was natürlich auch ein Muss ist, finde ich, ist, sich das Rathaus anzuschauen. Wenn man schon in München ist und der ganz in der Nähe gelegene Viktualienmarkt. Da gibt es sehr, sehr viele sehr interessante Lebensmittel. Unter anderem habe ich mir da Gams Dörrwurst geholt und noch Dörrwurst zum Hirsch. Sehr, sehr, sehr angenehm. Also wer auch Interesse hat an Lebensmitteln, schaut mal beim Viktualienmarkt vorbei. Achtung, da kann man richtig Geld lassen, wie auch bei Pfeifenhuber. Da hören 100 Euro den Schlag nicht. Die sind ratzifatzi weg. Das war es eigentlich von meinem Ausflug nach München. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei der Durchsicht der Fotos von München ist mir eingefallen, dass ich ja bei Holy Burger war. Ein super Burgerladen in der Nähe vom Ostbahnhof. Hat jetzt nichts mit McDonald's oder Burger King zu tun, sondern die machen selber Burger. Ich glaube, die Brötchen machen sie auch selber. Lecker Soße obendrauf. Sehr kreativ, was die Burger angeht. Ich hatte ein Rindfleisch-Patty mit das ist Blauschimmelkäse obendrauf, sehr, sehr lecker. Natürlich preislich nicht mit McDonald's oder Burger King zu vergleichen, aber das macht auch deutlich mehr satt wie McDonald's und Burger King. Also wer in München ist und irgendwie in der Nähe vom Ostbahnhof ist, kann doch mal bei Holy Burger vorbeischauen. Keine Angst, ich werde jetzt dafür nicht bezahlt für das, was ich gerade euch erzähle. Ist aber ein guter Laden und ich finde, den kann man dann doch auch schon mal in dem Video erwähnen. Auch wenn es nicht zwangsläufig was mit Tabak oder Pfeifen oder Zigarren zu tun hat. Habe ich auch über den Viktualienmarkt ein bisschen was erzählt. Jo, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.